In der vorletzten Folge von The Isle Evrima haben wir ja bereits den Carnotaurus gespielt. Leider mit einem nicht ganz so guten Ende. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal in der Videobeschreibung. Dort ist der Link zu finden. Aber ich wollte unbedingt den Carnotaurus nochmal probieren. Deswegen bin ich erstmal wieder ein wenig herangewachsen, hab Wildschweine gefressen und an einem See getrunken, wo es relativ sicher war und ruhig war. Außerdem nochmal vielen, vielen Dank an alle Kommentarschreiber, die hilfreiche Tipps in die Kommentare geschrieben haben. Ich habe die natürlich gelesen und werde die hoffentlich jetzt in dieser Folge auch umsetzen. Und ich bin mittlerweile auch schon wieder bei... Ja, 60%. Also wir sind schon wieder fast da, wo wir letztes Mal gestorben sind. Und wir müssen jetzt ganz dringend in die Zone kommen und dann erstmal was Richtiges zu essen finden. Nicht, dass wir wieder verhungern. Die Sonne ist jetzt gerade wieder aufgegangen und ich wandere jetzt gerade wieder Richtung See, glaube ich. Das ist nämlich die Zone. Aber jetzt sind wir wieder in der Zone. Das ist gut. Oh, oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh Gott. So ein kleiner nerviger Pteranodon. Was will der denn jetzt von mir hier? Ja, mein Futter ist schon wieder so weit unten. Ich muss jetzt halt irgendwie die Initiative ergreifen. Ich habe jetzt hier halt ein bisschen gelauert, aber es hat sich nichts gezeigt. Das ist ja schade. Also das heißt, ich gehe jetzt entweder die Richtung um den See oder laufe da lang. Ist beides nicht so schlecht. Ich glaube, ich laufe eher um den See. Oh, da vorne läuft was. Ich glaube, das ist ein Dilo, ne? Dilo wäre nice. Versuch mal näher ranzukommen. Ah, das ist ein anderer Kano. Okay, vielleicht kann ich dem helfen. Umbringen will ich den natürlich nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich den vertrauen kann, aber ich werde es, denke ich mal, riskieren, weil vielleicht finde ich dann neue Freunde, wenn ich denen helfe. Ich weiß halt nicht, ob die friedlich sind. Schon ein bisschen Angst vor Dibbles, muss ich sagen. Aber ich habe Hunger. Ja, wir machen das bisschen zusammen, das ist gut. Oh, da ist auch ein Croc. Oh Gott. Oh nein, der hat den Dibble geklaut. Das sind zwei große Crocs. Okay, wir müssen es jetzt langsam spielen. Ich muss auch ein bisschen das Wasser im Auge behalten, in den Crocs. Oh, da klettert da hoch, der Dibble. Das ist nicht gut. Ich glaube, da können wir ihn nicht mehr gut angreifen. Ach, so ein Mist. Dibbles sind aber auch echt übel. Ich habe echt das Gefühl, dass die sehr overpowered sind. Aber vielleicht weiß ich auch einfach nur nicht, wie man gegen die spielen soll. Ich bin halt schon wieder kurz vorm Verhungern. Ich muss jetzt mich bewegen und was Neues finden. Ey, da sind überall Crocs in dem Wasser, ne? Ich hoffe, ich komme hier runter. Also als Dibble geht das. Aber wenn ich mir jetzt die Haxen breche, ist vorbei. Dann sterben wir. Aber ich habe eigentlich Fallschaden geskillt. Also dass ich weniger kriege. Beziehungsweise höhere Distanzen runterfallen kann, ohne was zu bekommen. Ja, da ist ein kleines Baby.
müssen wir töten. Auch wenn da auch eine Leiche liegt. Aber wir brauchen's. Na, ich glaube, er will friendly aneinander vorbeigehen. Schauen wir doch mal. Na, das hat geklappt. Ja, ich hoffe mal, die Raptoren greifen mich nicht an. Sprint mal durch. Hier ist auch nochmal eine Leiche. Die könnte ich auch noch essen. Okay, nahrungstechnisch sind wir jetzt auf jeden Fall wieder gut am Start. Alle drei Diäten voll, Magen voll. Ist doch schon mal super. Oh, das war's auch. Alles aufgemampft. Oh, hier liegt schon direkt die nächste Leiche. Ein Stego. Ich muss halt jetzt zusehen, dass ich irgendwo was zu trinken kriege, weil ich will nicht an den großen See trinken. Da sind mir zu viele Crocs drin. Da ist noch ein Kano. Okay, der scheint friedlich zu sein. Ich heiße übrigens Abe, weil ich undercover bin. Ich kann nicht wundern. Ich und mein neuer Freund gehen jetzt erstmal zu einem anderen See und wollen da was trinken. Ich hoffe einfach, dass da keine Crocs sind. Oh, sehr gut. Jetzt wandern wir beide durch die Nacht. Ich muss echt sagen, das ist sehr schön, einen Freund gefunden zu haben. Der gute Madluck. Alleine fühlt man sich immer so unwohl irgendwie. Herrera, ey, Frechdachs. Oh, das sind Diablo Ceratops. Ich weiß nicht, ob er den angreifen will. Wahrscheinlich schon. Ich gehe einfach mal davon aus. Ein bisschen die Stamina baiten. Was war das denn? Ich habe voll viel Stamina verloren dadurch. Wow. Das war verbuggt, oder? Oh nein, mein Mate wurde gehittet. Ich glaube, ich sollte ihn nicht mit dem Kopfstoß versuchen zu hitten. Das hat gerade irgendwie gar nicht funktioniert. Oh, shit. Oh, da hat er mich gut gehittet. Da bin ich zu nah rangegangen. Das war mein Fehler. Ja, dass ich unter 60% Stamina gekommen bin, das ärgert mich. Das macht halt alles viel, viel schwieriger gerade hier in dem Kampf. Gegen Dibbles, ich weiß nicht, wie man das genau macht gegen den. Also alleine ist es super schwer, oder? Schreibt auf jeden Fall mal rein, wie man am besten gegen Dibbles kämpft. Okay, das ist gut. Kann ich meinen Mate jetzt bringen? Er ist gestorben, oder? Ich glaube, mein Mate ist verhungert. Oh nein. Ich wollte ihn gerade fressen bringen. Er hatte sich nämlich übergeben und hatte kein Food mehr. Oh nein, ist er echt gestorben?
Ja, er ist gestorben. Oh, das ist ja übertraurig. Ich wollte ihm gerade was bringen. Wow. Ja, dann müssen wir jetzt wohl wieder alleine auf die Jagd gehen. Die Zone ist auf jeden Fall hier. Ich hoffe, dass hier auch andere Dinosaurier sind. Ich bin nämlich gerade erst an einem anderen Tag wieder weiter, deswegen weiß ich nicht, was hier abgeht. Hier ist auch noch was im Wald. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Stück Fleisch. Wir essen es auf jeden Fall. Nehme ich das halt mit? Ist mir doch egal. Tschüss. Mein Fleisch. Wir sind überall kleine Dinos. Guck mal hier, der Kleine. Willst du was zu essen haben? Ich habe jetzt übrigens auch alle drei Mutationen gelernt. Ich habe einmal eine größere Falldistanz, kann ich runterfallen, bevor ich Schaden kriege. Dann habe ich Blutresistent, also blutungsresistent. Und mein Essen geht langsamer runter. Das wird mir auf jeden Fall helfen. Das ist die letzte Mutation, die ich habe. Und wir sind mittlerweile nämlich auch bei 100%. Wir haben es endlich geschafft. Oh, hier ist ein anderer Kano. Vielleicht kann ich mich mit dem anfreunden. Sehr gut. Also langsam brauchen wir dringend Food. Oh. Oh, ist ein Mini-Raptor oder was? Hä? Der hängt immer noch an mir dran. Okay. Kommt schon, du schaffst das, Kleiner. Okay, ich hab ihn. Soll er erstmal essen? Auf den Dippel habe ich ja gar keinen Bock. Und Stego. Oh nee. Oh nein! Oh, als ob der mich noch trifft! Ah, diese Hitbox, ey. War doch schon gone. So viel essen wie geht und dann hauen wir ab. Und das ist ein Pteranodon. Ich glaube, an dem See hier war ich noch nie. Zumindest sagt er mir gar nichts. So, wir heilen jetzt erstmal. Dann müssen wir eigentlich schon wieder auf die Jagd gehen. Auch wenn wir jetzt erstmal wieder ganz gut gefüllte Bäuche haben beide. Ja, ihr habt zwar in die Kommentare geschrieben, als Kano sollte man keine Dibbles fighten, aber hier ist halt nichts anderes, was wir gut fighten könnten. Hier sind halt nur Stegos und Dibbles. Das ist halt echt schon wieder ein doofer Kampf. Okay, der alarmiert die. Ich glaube, die haben einen Scout. Das gerade gesehen, der fliegt über mich und callt. Ja, das macht's halt unmöglich, ne? Ein Stego, zwei Dibbles und dann noch ein Scout. Okay, wenigstens haben wir den Raptor hier erwischt. So, da haben wir jetzt mal den Bauch aufgemacht. Da gönnen wir uns jetzt mal die schönen Organe. Das habt ihr mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben. Man macht mit dreimal eh den Bauch mittlerweile auf. Das kannte ich halt gar nicht. Vielen, vielen Dank an euch nochmal. Oh, von vorne kommt auch ein Dibbel. Oha. Kommt der denn her? Oh, mein Mate wird ganz schön in die Zange genommen. Da unten läuft ein Cerato. Den würde ich versuchen anzugreifen. Jetzt der Busch. Das ist mein Cover. Ich habe ihn gehittet.
wir haben ihn. Sehr gut. Okay. Ich habe halt nicht so viel Stamina gerade. Oh, der Raptor greift an. Okay, einen Raptor habe ich. Der andere hat sich verzogen. Aber wir sind eh satt, also ich würde gerne erstmal Stamina holen. Setze mich mal kurz hier in die Büsche, glaube ich. Oh, mein Mate ist da ein bisschen umzingelt. Er soll weg. Das ist ein riesiges Mixpack. Der Raptor hat seine Freunde geholt. Ja, na ganz toll. Seine Pachy-Friends. Ich will halt nicht unter 60 kommen, was Stamina angeht. Ja, die wollen mir die Knochen brechen, die Pachys. Ich renne mal durch den Wald weg. Ich bin gehittet. Sollte ihm eine Lehre sein, hoffentlich. Hat keine Stamina. Ich könnte meine Fußstapfen verfolgen, das ist das Problem. Oh! Mein Mate wird attacked. Okay, wir haben ihn. Ein Pachy haben wir. Das ist gut. Oh, da sind die anderen Pachys. Oh nein. Beine gebrochen. Oh, ich kann mich gar nicht bewegen. Was geht denn jetzt ab? Das ist Hardcore. Es war ein Fehler, da reinzugehen. Ich wusste nicht, dass es alle drei sind. Ich sehe halt nichts. Einer ist tot. Mein Mate hat leider auch gebrochene Beine, der kann mir nicht helfen. Oh Gott, ich sehe nichts, ey. Ah, schade. Aber ich glaube, ich habe noch gut Schaden verteilt. Ja, das hat doch wieder richtig Spaß gemacht mit dem Kano, muss ich sagen. Falls es euch auch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.